Das Handballfestival unter freiem Himmel. 18 Mannschaften aus ganz Deutschland. 3 Tage Handball. 2 Nächte Party. Open Air in der Megawood Arena auf dem speziell entwickelten Sportboden. Bundesliga-Handball mit dem SC Magdeburg und dem Bergischen HC. Die Mega Woodstock Allstars gegen die Teams von Stefan Kretschmer und Grit Jurak. Mega Woodstock in Aschersleben. Wir blicken zurück. Startschuss für das Turnier war am Freitagnachmittag. Und das erste Highlight ließ nicht lange auf sich warten. Hallo Aschersleben, Mega Woodstock geht ab. Bundesliga goes Aschersleben. Der SC Magdeburg und der Bergische HC zu Gast bei Mega Woodstock. Ist auf jeden Fall eine gute Sache, so ein Open-Air-Spiel. Da sollte man nochmal weiterarbeiten, weil es einfach echt richtig Bock macht. Ich glaube, den Zuschauern hat es auch Spaß gemacht. Mal was völlig anderes, die Atmosphäre hier. Es durfte auch was daneben gehen, es wurde trotzdem geklatscht. Die ganz besondere Mega-Woodstock-Atmosphäre zog bis spät in die Nacht alle in ihren Bann. Der Samstag stand zunächst ganz im Zeichen des Breitensports. Der Einlauf der Mannschaften in die Megawood Arena war der offizielle Startschuss für den Kampf um die Medaillen. Und als extra Motivation gab es für jeden Sieg im Turnier die exklusive Einladung auf ein Freigetränk auf der Siegerterrasse. Naja, ist super. Konzept perfekt, macht Spaß. Abends Party, tagsüber Handball, was will man mehr? Mega Kulisse in der Megawood Arena. Handball unter freiem Himmel und auf höchstem sportlichen Niveau. Großes Lob an die Mannschaften, die hier sind, das haben wir vorhin in einem Team schon besprochen, haben gesagt, so viele faire Mannschaften, es hat Spaß gemacht, gegeneinander zu spielen und wir haben selten so eine gute Schiedsrichterleistung gesehen wie hier auf dem Turnier. Der Unterschied zur Halle ist gar nicht so groß, der Hallenboden oder der Fußbelag ist sehr, sehr fest, sehr rutschfest auch, also es war ein sehr guter Einstand für uns. Für alle Teilnehmer gab es noch einen ganz besonderen Anreiz, die Wahl in das Mega Woodstock All-Star-Team. Gegner für die Männer war das Team Kretscher. Frauen trafen auf die Mannschaft von Rekordnationalspielerin Grit Jurak. Das ist echt super klasse und ich hoffe, dass das auch größer wird noch, dass mehr Mannschaften in den Genuss kommen. Es war natürlich eine totale Ehre, mal gegen solche Stars zu spielen, die wirklich schon viel Handballerfahrung haben. Und es ging direkt weiter mit dem Gigantenduell. Team Kretsche ungeschlagen und mit breiter Brust gegen die Mega Woodstock Allstars der Männer. Und die waren heiß drauf, den König vom Thron zu stoßen.
dieses Event, das zeigt eigentlich, welche Möglichkeiten eigentlich auch hinter dem Sport stecken. Ich finde es eine ganz tolle Geschichte. Ich hoffe, dass die Kinder darauf anspringen. Gegen die Helden meiner Jugend zu spielen, das war schon ja, cool. Überragend einfach, unbeschreibliches Gefühl. Das ist eine Ehre für mich, ja. Also bei so einem Spiel mitzumachen. Hier in meiner eigenen Stadt gegen die Stars von früher. Ich muss auch sagen, dass der Boden sensationell ist, das Stadion ist toll. Ich meine, wer macht das schon? Wer zeigt so viel Initiative und wer hat so viel Vision, um sowas auf die Beine zu stellen für unseren Sport? Muss man schon mal honorieren. Der Fokus am Sonntag, ganz klar, der Kampf um die Podiumsplätze. So glückliche Auren im Prinzip, die machen Mut, weiter an diesem Projekt zu arbeiten. Die Idee war ja, Kinder-, Jugend-, Freizeitsport, Amateursport nach draußen zu bringen, an frischer Luft, unter blauem Himmel im Prinzip, Spaß zu haben, aber auch guten Sport zu machen. Und diese Idee scheint im Moment wirklich angekommen zu sein, scheint es auch wirklich so zu sein, dass man an dieser Idee weiterarbeiten darf. Weil es ist für die Menschen gemacht, die den Sport machen. Weil niemand konnte sich ja vorstellen, wie das tatsächlich ist, so ein Turnier im Freien in dieser Kombination. Und ich habe also so das Gefühl, dass die Mannschaften, die hier waren, auf jeden Fall wiederkommen wollen. Und dann werden wir sehen, wie viele noch dazukommen im nächsten Jahr. 22., 23., 24., 7., wir bleiben an dem gleichen Wochenende. Jetzt ist ein Jahr Zeit, jeder kann sich vorbereiten. Wer Lust hat, kann seinen Urlaub danach einrichten und wie auch immer. Und ich hoffe, dass wir daraus eine dauerhafte Veranstaltung machen können, die mehr und mehr wachsen wird und wo wir alle gemeinsam, ich sag mal zumindest einmal im Sommer, das Sommerloch mit viel Spaß füllen können. Geil, einfach nur geil. Unsere Mannschaft hat eine sehr tolle Leistung gebracht. Und ich fand, der Teamgeist zählt und der dritte Platz war ja auch drin. Wir können zusammen feiern, wir können auch mal hier kämpfen. Und ich glaube, das ist so ein bisschen der Schlüssel zum Erfolg bei uns. Vor allem fahren wir nach Hause mit einem klasse Turnier, tolles Wochenende gehabt, klasse Wetter, macht Spaß draußen zu spielen. Wir werden auf jeden Fall nächstes Jahr dabei sein. Das ist jetzt ganz fest im Terminkalender bei uns eingetragen. Ich bin stolz auf die Mannschaft, es war ein gutes Turnier. Ich finde, dass alles gut gepasst hat. Die freuen sich auch selber. Ja, das ist ein unglaubliches Gefühl. Also das ist kaum zu beschreiben. Es hat so viel Spaß gemacht, hier zu spielen. Diese Atmosphäre, das Wetter, das war einfach cool. Und jetzt noch den ersten Platz, das ist noch so das i-Tüpfelchen gewesen. Was soll ich dazu sagen? Überragend. Das wird sicherlich ein Turnier werden, was in der Zukunft Geschichte schreiben wird. Megawurstock! Das Handballfestival unter freiem Himmel. Mit 18 Mannschaften aus ganz Deutschland. 3 Tage Handball, 2 Nächte Party. Das alles war Megawurstock 2015. Eine gelungene Premiere, Fortsetzung folgt. Wir sehen uns im nächsten Jahr zum Megawurstock 2016 in Aschersleben.